215 Athletinnen und Athleten fanden sich am vergangenen Wochenende in Schlienig ein. Auf dem Programm stand das dritte Volksbankrennen der Saison, das gleichzeitig als Landesmeisterschaft im klassischen Stil gewertet wurde. Als Wettkampfstätte wurden jene Strecken gewählt, auf denen unter anderem auch der Schweizer Weltklasseathlet Dario Colonia das Langlaufen erlernt hat. Dies diente wohl als zusätzlicher Anreiz für die unzähligen Nachwuchssportler, die sich in Schlienig voller Ehrgeiz in die Loipen stürzten. Die Teilnehmer wurden in 17 Einzelwertungen und 5 Staffelbewerben unterteilt. Einen starken Eindruck hinterließen allen voran Matthias Beer, der die Jugendwertung für sich entschied, sowie Elisa Kasslatter. Nach ihrem souveränen Sieg bei den Frauen war der talentierten Grödnerin die Freude förmlich ins Gesicht geschrieben. Ich bin natürlich ganz zufrieden mit meiner Leistung. Ich habe versucht, natürlich mein Bestes zu geben. Ich habe gut gekämpft und ich hoffe, es geht weiter so gut wie heute. Eine ganze Reihe an prominenten Teilnehmern konnten die Organisatoren am Start des Männerlaufs begrüßen. Nach Roland Clara im vergangenen Jahr trug sich auch heuer mit Thomas Morigl ein bekanntes Gesicht in die Siegerliste ein. Herausforderer David Wieser musste sich trotz starker Leistung mit Platz 2 zufrieden geben. Morigl, der gebürtig aus Schlienig stammt, ließ auf seiner Hausstrecke nichts anbrennen. Das meiste Training mache ich eigentlich im Winter. Wenn ich zu Hause bin, laufe ich jeden Tag da. Da kennt man eigentlich an jede Kurve und an jeden Eck. Aber nein, es passt schon in Schlienig da. Normalerweise bei den Italienmeisterschaften habe ich immer ein bisschen das Heimvorteil nicht ausgenutzt. Aber das werden wir schon. Dieses Jahr haben wir ja noch die Italienmeisterschaft da. Vielleicht läuft da was. Die Landesmeisterschaft diente Morigl als Vorbereitung für die WM in Oslo Ende Februar. Dort will der 29-jährige Finchko sein volles Leistungspotenzial abrufen. Mein Ziel dieses Jahr war ganz klar die Weltmeisterschaft. Ich habe gesagt, das wichtigste Ziel dieses Jahr ist die Weltmeisterschaft mitzumachen. Und dann müssen wir sehen, wie man drauf ist. Es ist einfach, drunter Sport ist, es ist ganz was anderes als die Leichtathletik. Wenn wir in der Leichtathletik schauen, die gehen in der Früh einen Start, haben so eine Schuhe. Bei uns sind die Skier, das Material, die Schneebedingungen, die Tagesform, das ist ganz was anderes. Als, das ist einfach ein anderer Sportort. Und deswegen muss man sich, kann man sich richtig erst auf die Rennen richtig konzentrieren, die Tage und die Wochen vorher. Und deswegen müssen wir jetzt schauen, nur die letzten Qualifikationsrennen gut zu laufen und eine gute Form noch aufzubauen auf die Weltmeisterschaften. Und dann denke ich, dass man da auch ein gutes Rennen machen kann. Rennleiter Veit Anger zog ein positives Resümee über die Landesmeisterschaft. Er freute sich besonders über den großen Zuspruch der Spitzenathleten. Natürlich freut es uns, dass heute speziell auch hier der Morigl Thomas mitgelaufen ist, der auch unseren jungen Athleten einen Anhaltspunkt gibt, wo sie ungefähr dann stehen. Und es ist eine Ehre für uns, dass er und auch Wieser David, dass solche Leute auch dabei sind. Angerer ist bereits seit Jahren im Langlaufsport tätig und hat als Trainer des Landeskaders zahlreiche Athleten unter seinen Fittichen. Obwohl die Erfolge im Jugendbereich zuletzt dünn gesät waren, stimmen Ihnen die Leistungen der Langläufer bei der Landesmeisterschaft sehr zuversichtlich? Wir sehen, dass jetzt einige Vereine wieder viel stärker arbeiten. Wir haben einen sehr positiven Trend in den Teilnehmerzahlen. Aber nicht nur das, wir haben es gesehen letzte Woche bei den Topolino-Rennen. Wir haben wieder sehr, sehr starke Leute, die nachkommen. Und das stimmt mich sehr, sehr zuversichtlich. In Anbetracht der großen Teilnehmerzahl und des Ehrgeizes, den die Sportler zutage legten, dürfte Anger mit seinen Aussagen wohl recht behalten. An erfolgshungrigen Nachwuchskräften mangelt es dem Südtiroler Langlaufsport wahrlich nicht.